Sperrgolf. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier bei einer neuen Sendung von Bergauf auf TV1. Gibt's eigentlich Hexen? Ja, die gab's zumindest in der Vergangenheit. Das waren zwei Schwestern, die im 16. Jahrhundert als Bäuerinnen auf zwei Höfen hausten und ihre Lebensweise brachten ihnen den Ruf als Hexen ein. Das war die Basis für das heutige Hexenwasser in Söll, das mittlerweile zur Touristenattraktion geworden ist. Ja, es ist eigentlich so, wie es früher war bei den Bergbahnen, dass nur Wanderer auf den Berg gekommen sind, haben wir uns gedacht, wir müssen eine Inszenierung machen. Und da haben wir im Jahre 2002 unser Hexenwasser gestartet mit den verschiedensten Stationen, insgesamt 60 Stationen, und wollten nicht nur den Wanderer, sondern die ganze Familie vom Kleinstkind bis zur Urgroßmutter auf unseren Berg ziehen. Und das ist uns mit dem Hexenwasser wirklich gelungen, weil wir einfach dementsprechend Angebote dafür haben, ob das die Bienen sind, die Simonalm oder das Feuer. Also wir sind bei den Elementen geblieben. Und was ganz wichtig ist, die Gäste können mitmachen, nach unserem Slogan staunen, begreifen, verstehen. Die Hohe Salwe, der höchste Punkt des Hexenwassers, hat mehr zu bieten als nur ein eindrucksvolles Panorama. Wir haben uns da beteiligt mit den Kirchl, damit wir da im Hexenwasser was Kulinarisches einbringen können. Und unser Highlight ist die Drehterrasse, die erste drehende Panoramaterrasse Österreichs, die Gäste gerne nehmen zum Frühstücken. Und natürlich der Sonnenuhrenweg, wo die Geschichte der Zeitmessung vermittelt wird. Die Bergbahn Söll hat hier oben wirklich viel geleistet und hat auch ein sehr gutes Einfühlungsvermögen durch die Geschäftsführung, naturverbunden, und sind die Sonnenuhren aus Stein gemacht worden und auch die Panorama-Aussichtspunkte, damit es wirklich super in die Landschaft passt. Diese drehbare Panoramaterrasse, wo man echte Tiroler Schmankerl genießen kann, erfreut sich natürlich großer Beliebtheit. Unweit davon liegt die höchstgelegene Wallfahrtskirche Österreichs. Rund um diesen Gipfel erstreckt sich der Sonnenuhrenweg, wo man auch auf die Windharfe trifft. In Hochsölln wurden in die Landschaft Dutzende Stationen gebaut, von denen viele betreut sind. Zentraler Punkt ist der 450 Meter lange Wasserweg vom Quellsprung beim Gasthof Hochsöll bis zur Stöckelalm, wo sich neben Erwachsenen auch Kinder sehr wohl fühlen. Erfrischendes Quellwasser auf den Füßen zu spüren oder einmal auf dem Floß unterwegs sein, ist ein echter Spaß. Ein weiteres Highlight ist ein 400 Jahre altes Bauernhaus aus Brixen, das im Hexenwasser wiederbelebt wurde. Auf der Simonalm haben wir jeden Tag ein Programm. Wir haben verschiedene Programmpunkte, angefangen vom ins Bauerngartl reinschauen, wo wir uns mit Kräutern, mit Blumen befassen, wo wir auch über das Ernten, über das Lagern, über das Einkochen, Konservieren, wo wir das alles besprechen. Und dann ganz toll ist das Kochen am Holzherd, wie man da sieht. Das ist mega, also unsere Gäste narrisch gern. Es kommen auch Schulklassen zu uns. Und für die Kocherei, ja, da können wir halt bei Erwachsenen maximal 12 Personen haben. Und man muss ja auch ummelden für die verschiedenen Programmpunkte. Und es kostet natürlich auch eine Kleinigkeit. Aber nach dem Kochen, es ist ja so, ich koche ja nicht. Ich leite nur an und die Leute kochen selber. Und danach können sie das natürlich auch genießen. Über die sogenannte Hexenleiter kommt man zur Feuerstelle. Da kann man selbst sein Steckerlbrot backen. Bei der Feierstelle geht es uns um das, dass Menschen einfach wieder mal im Wald rausgehen, sich mal ums Feuer begegnen, einen Wald ein bisschen genießen, die Ruhe genießen, die Tiere im Wald beobachten, unter anderem auch, so wie wir es jetzt da haben, an der Feierstelle zusammenkommen, ein Brot backen und die Wertigkeit von Lebensmitteln einmal diskutieren und auch richtig miterleben, was das für Arbeit ist, dass man einmal ein Brot auf den Tisch hat. Eine Station befasst sich mit der Welt der Bienen, wo sich alles um die Honiglieferanten dreht. Wie es bei den fleißigen Brummern zugeht, dazu lassen sich die Imker Löcher in den Bauch fragen. Wenn es um Entspannung geht, kommt auch das Kneippbecken ins Spiel. So werden auf natürlichem Weg die Reflexzonen der Füße angeregt. Mit diesem Angebot kann das Hexenwasser die Erwartungen von Jung und Alt erfüllen. Das war es schon wieder für diesmal.
Ich freue mich, wenn ich Sie wieder begrüßen darf, wenn es heißt Bergauf, hier auf TV1. Bergauf.